So, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Sonntag, 19 Uhr, live aus dem Ruhrpott. Jawohl. Da sind wir. Ton ist noch genauso gut wie vor Perfekt einer halben ist, Stunde ja. circa. Ah, hast du schon mal drauf geguckt? Dusty, du bist ein Fuchs. Aber schön, dass du dabei bist. Ja, die Hoshis sind wieder am Start. Die Hoshis? Wer sind die Hoshis? Da bist du und das ist der Tori. Du Hoshis, und er. Kennst du nicht die Hoshis? Ich kenne nur die drei von der Tankstelle. Das ist aus dem Film. Ja, Hoshis ist doch... Aus dem Film. Welcher Film? Welcher Film? Doch, jetzt, ja, wenn du das gerade sagst. Doch, ich weiß das auch. Lange Haare und Brille. Lange Haare und Brille? Er hat doch einer von den beiden. Nee, das ist doch hier von... Den zwei Typen. Die zwei Typen hier. Wie heißen die zwei Typen? Ich weiß doch. Mann, ich weiß das. Die Hoshis. Die waren auf MTV doch früher. Naja, nee, mit die Gitarre... Einer hat doch lange Haare und Brille. So Zottelhaare. Ich komm da nicht drauf. Nee. Brille doch, haben die doch, nicht. Doch. Nee, der eine nicht, aber der eine hat lange Haare. Auf jeden Fall. Wild Stallions. Was? Das ist die Band von den beiden, die Wild Stallions. Ja, boah, wie heißen die? Ja, und die reisen durch die Zeit. Ja, das weiß ich. Ja. Bill und Ted? Bill und Ted. Mann, die Hoshis. Bill und Ted, verrückte Reise. Genau, Bill und Ted. So, das sind Bill und das ist Ted. Die haben noch einen anderen Namen. Nein, das sind die beiden. Bill und Ted, so hieß es. Ja, Bill und Ted. Bill und Ted, verrückte Reise durch die Zeit. Bill und Ted's Bogus Journey. Im Original, glaube ich. So. Ja, gut. Habt das geklärt, haben wir geklärt. So, ja, da sind sie wieder mit an Bord. Jawohl. Der Flori ist wieder da aus Florida. Oh. Erst Bahamas, dann Florida. Mann, der Junge kommt rum, unglaublich. Alles so, locker 5 Euro fürs Phrasenschwein. Locker. Ja, ich bezahle auch 10. Macht mir nix. In welches Jahr reisen wir denn heute? Oh, heute reisen wir ins Jahr 1991. Schön, dass du fragst. Ich hab das mal vorbereitet. Geil 91, Alter, 91. Geh schon die Kassentür auf. Ey, was ist denn da los? Was ist denn da drin? Nix. Was ist denn da drin? Hör mal auf. Geld. Money. So. Also, heute reisen wir ins Jahr 1991. Ja. Da wurde dieser Flipper hergestellt und Say No to Drugs. Ich bin auf Platz 4. Ja, du bist auf Platz 4. Ich guck mir um meinen Schrank. Ja, natürlich. Natürlich. Geil. Okay. So, ja, 1991. Ja. Designed by Dennis Nordman, der noch so schöne Geräte gemacht hat wie Elvira 3, Scared Stiff und noch viele mehr. Nicht wahr? Und? Wer hat die Musik gemacht? Wer hat die Musik gemacht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist mir auch völlig schnuppe, wer da die Musik gemacht hat. Scheißegal. Warum? Ist doch super, die Musik. Und wie heißt der Captain? Wie heißt der Captain mit seiner Lederkappe? Der ist der Captain Bizarre. Ich hab wirklich gedacht, du hast heute so eine Fliegerbrille auf für der Captain Bizarre. Nee, vielleicht beim nächsten Mal. Hab ich echt. Du hättest sie da mitbringen können. Flieger, grüß mir die Sonne. Fliegerbrille. Ja. Ich bin Kapitän hier, Florian Silbereisen. Startmodus. So. Anfangen zu spielen, weil langsam werden die Wortwitze nicht besser. Ah, die werden mal besser. So, und dann guck mal da oben. Da ist auch der Captain Bizarre, die nächste Kamera ist auf den Captain gerichtet. Voriges Mal war sie dann auf den Sparky und jetzt ist er auf den Captain Bizarre. Guck mal. Sehr schön. Ja. Sehr schön, ne? Damit man den Captain Bizarre auch mal schön sehen kann, wie er sich so schön dreht. Ich meine, der macht nicht viel, aber er dreht sich zumindest. Ja, ja, super. Was hat er letzte Mal gespielt? Letzte Mal war Metallica. Metallica. Ja, und wer hat da gewonnen? Ich frage nur mal so nebenbei. Weißt du das noch? Ich hab's vergessen. Du hast es vergessen, aber ich glaube, der Dusty weiß es. Dusty, wer hat beim letzten Mal gewonnen? Guck mal so. Ja. Na okay, gut. Erstmal die Leute, die dabei sind und uns schon. Und übrigens, im März. Was ist denn im März? Im März, mein Lieber, Basti, feiern wir unser Einjähriges hier. Das gibt's ja nicht. Beim Loose Flip Stream. Ja, da sind wir ein Jahr mit dem Streaming dabei. Ein Jahr. Kerze auspusten. Und das im März. Im März. Konfetti. Ja. Konfetti. Ein Jahr. Ich glaube, das gibt eine Konfetti-Aktion. Aber nicht hier drin im Laden. Wieso nicht? Ja, klar, hier drin. Ja, da muss ich, weißt du, boah. Was ey, das wird aber total crazy. Weiß ich nicht. Ja, klar. Also, im März ein Jahr. Ja, krasse Sache. So, jetzt erstmal eine Warm-Up-Round. Also, ich wollte gerade sagen, für die Leute, die immer dabei sind, die wissen das. Erstmal Warm-Up und dann kleines Turnier. So, und drei. Wer möchte anfangen? Ich fange an. So, Captain Bizarre. Skillshot war oben anwählen dann, oder?
weil wir Skillshot immer oben ein Beleuchtete dann treffen, oder? Jawohl. Skillshot ist das Fragezeichen. Ah, okay. Sand. Das war das, ja. Okay, alles klar. Na, ganz weich eingelocht. Weil der Basti schon mal nicht geschafft hat. Nee, hab ich nicht geschafft. Was war das jetzt? Das hab ich rausgehen lassen. Okay, auch nicht geschafft. So. War das schon? Ja, ich hab dann auch rausgehen lassen. Warum? Egal, ja, dann wir die schnelle erste Runde mal machen. So, und heute werden wir hier unterstützt von Warsteiner. Wir werden unterstützt von Warsteiner. Hier oben wird Werbung eingeblendet. So, mit freundlicher Unterstützung von Warsteiner. Genau. Jawohl. So, Moment, ich bin dran. Okay, so. Also, erstmal ein bisschen Warm-up. Ein bisschen zu sanft, aber wir können den ja beim ersten Mal, können Sie die Kugel rausgehen lassen. Beim zweiten Mal wird das schon kritisch, würde ich nicht machen. Also, oh, der war leider ein bisschen zu weit. Okay. Ah. So, erstmal ein bisschen Aufwärmen. Ah, guck mal. So, also. Dann erzählt uns mal der Flori, wie es denn so war in Florida. Wie war denn so die ganze Tauchaktion? Erzähl mal. Ja, also in Florida kann man sehr schön tauchen. nee, war wirklich schön. Also ich habe viele bunte Fische gesehen. Hey, cool. Viele Arten von Fische. Viele bunte Fische. Hey, Peter, guten Abend. Schön, dass du dabei bist. So, das, ja, gut, jetzt geh ruhig weiter. Ja, nee, alles gut. Ja, nee, das war schön. Ach, schön. Das erste Mal tauchen? Was war ich? Warst du das erste Mal tauchen? Ja, schnorcheln war ich schon einmal vorher. Warst du denn schnorcheln oder tauchen? Nee, schnorcheln. Also ich war nicht tauchen. Ich war nur schnorcheln. Genau. Hab mir dann kurz vorher auch, so kennst du die Ganzkörper, nicht Ganzkörper, Ganzgesichtsmasken. Ganzkörper? Ja, ja, kenn ich. Davon bringt das denn was? Ist das nämlich sehr gut? Ja, weil du hast auch viel mehr Rundumsicht quasi. Ach, okay. Weil wenn du einen normalen Taucherbrille hast, siehst du ja echt nur geradeaus. Ja, ja, ja. Ne? Und so kannst du rechts und links auch noch gucken. Okay. Und vor allen Dingen, nichts beschlägt, weil Nase und Mund ist ein extra Ding und die Augen sind ein extra Ding. Das heißt, beschlägt nie. Cool. Das ist echt cool. Das ist gut. Ja. Ja, und wie oft passiert das so, wenn man dann einfach nur nach unten guckt, sich oben treiben lässt, dass da doch mal eine Welle in den Schnorchel schwappt? Selbst wenn, ist das egal. Also sofort geht da was zu. Du kannst da runtertauchen und kommt kein Wasser rein. Okay. Das ist geil. Das ist echt geil. Ich weiß gar nicht, ich check das System nicht, aber ist cool. Funktioniert also, einfach. Brauchst du auch nicht checken, Hauptsache funktioniert. Ja, genau. Ist doch egal. Ja, ich denke mal, da ist ein Ball drin. Mhm. Und wenn du runtertauchst, dann geht der Ball oben. Auch nicht so ein bisschen Wasser oder nein, so? Nein, das ist null. Kommt kein Wasser rein. Das ist schon gut, ne? Das ist auch wieder ein Vorteil gegen so ein normaler Schnorchel. Hat ja, muss immer rausblüßen, oder Wasser. Ja, ja. Ach so, musst du wirklich nicht mal dann. Nichts. Schon ein cooles System. Ist nicht schlecht. Aber Schnorcheln reicht auch fast. Hast du Flossen hast du aber angehabt? Nö, brauch ich die nicht. Auch nicht? Nö, weil Strömung war nicht so stark. Ich habe so also normale Strandschuhe, so, weißt du, damit du, wenn du mal an Korallen kommst, dich nicht direkt schneidest und so. Ja. Vom Strand aus bist du los oder bist du vom. Nee, wir sind immer einen Steg rein. Also 200 Meter Steg rein und dann war vorne der Riff. So, kurze Feedback vielleicht. War das am Ton und bildmäßig, ob irgendwelche Dropouts sind, wäre cool. Wenn irgendwas sein soll, 200 Meter Steg ist aber krass. Schreibt den Chat, Leute. Und davon haben wir sogar zwei. Ne? Nee. Du kannst dazwischen den Stegen quasi lang schnorcheln. Waren dann so 300 Meter. Riff denn total kaputt oder ist noch was lebendig? Ist noch was lebendig, aber es halt nicht. Wäre schon schön, wenn er bunter wäre. Ne? Also Riff ist halt auch kaputt. Naja, das ist halt für die Menschen mal halt kaputt. Und es ist auch ein Schiff nach dem anderen, was da lang fährt. Ne? Das ist dann auch ein bisschen traurig. Jawohl. Heat ist lit. So, jetzt die linke Rampe quasi Rakete, da gibt es die Millionen für. Ey, weißt du, welchen Film wir heute gesehen haben? Nee. Boah, Kracher. Welchen? Ey. Bad Boys 1. Nein. Was denn? Nicht brutales. Sollen wir nochmal ran? Ja. Also, ich sag nur... Nee, Kevin allein zu Hause. Boah, der wäre geil. Jedes Jahr zu Weihnachten. Nee, ich hab's. Ihr habt Bang Boom Bang geguckt.
Nee, haben wir nicht. Ja, meine, das war ein starker Film, keine Frage. Bill und Ted's verrückte Reise. Nee, auch nicht. Dann habt meine, ihr... Leute, da kommt der... Pass auf. Doch, wir kommen da drauf. Nein, könnt ihr nicht, ihr könnt nicht drauf kommen. Doch. Nein, ihr könnt nicht. Pass auf. Gib mir eine grobe Richtung. Der Film war von 1982. Und der totaler Hit. Was? Stirb langsam eins. Nein. Von 82? Nummer 5 lebt. Nee, aber... Ja, genau! Ey, den haben wir heute gesehen! Boah, ist der geil! Alter, ein super Film! Ey, total schön! Hast du den gesehen? Ja, sicher habe ich den früher schon mal gesehen, ja! Ey, da war ich aber nah dran mit Nummer 5 Leben! Ja, warst du! Ey, den, aber ich war näher! Den haben wir heute schon mal gesehen! Ja. Oder den haben wir heute noch mal gesehen! Ey, unglaublich! Oh, ist der schön! E.T. E.T. Ey, voll der Kracher! Ja. Ey, ist ein super das Film! Das letzte Mal, wo ich Flipper gespielt habe, war Moment, ich noch ein kleiner Junge! Hätte gern! Ehrlich? Ich war total an den... Scheiße, ist egal. Oh. Ja, das ist immer so quatscht und... Ja. Hätte gern aber mein ganzes Geld geht bei meiner Söhne rein. Ich gehe mal davon aus, du würdest sagen, so, da hättest du gern dein ganzes Geld reingeschmissen in die Automaten, ne? Ja, kannst du dich denn noch an Flipper aus deiner Kindheit erinnern? An irgendwie ein Motiv da drauf? Dann haben wir schon ein oder zweimal haben wir das schon erfolgreich hingekriegt, jemanden eine Erinnerung an ein Gerät quasi zu heben und herauszufinden, um welches Gerät es sich gehandelt hat. Ne? Ja, scheiße, ich muss ja in den Rocket. Weil wir sind ja hier auch die Flipper-Experten. Ne? Ja, ich muss alles schon sagen, oder? Sind wir Experten? Was die? Boah, ja, der Flori, ja, das ist so ein. Ich bin ja richtig, ich bin ja wohl der Größe. Du bist der Experte. Ich bin der Vorsitzende der Flipper-Experten. Ja, ich habe gerade zufälligerweise den Spieler. Du bist jetzt dran, ist egal. Er hat für dich gerade. Ja, ich hab dann eh gewonnen. Lass. Weil war ja auch nur eine Warm-up, ne? Ja, komm, lass ruhig auch. Okay, so. Also, ich denke mal, ja, wir starten. Warm-up reicht, ne? Ja. Boah, Skillshot, hast du gesehen? Ja, jetzt. Genau. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob du dich noch dran erinnern kannst. Vielleicht weißt du ja sogar noch, was das für ein Gerät war oder so. Eins der Geräte, woran du gespielt hast. Oder hast du ein paar Detailerinnerungen. Das ist immer ein nettes Quiz. Genau, und wir mögen Quizze. Ja. Wir mögen Quizze. Ja. Ey, und zwei Freispiele. Der Andi hier als erster Vorsitzender des Verbandes der deutschen Automatensammler. Der deutschen Quizvereinigung. Quizvereinigung. Ich dachte, du sagst die Quizvereinigung. Ja, Vereinigung der deutschen Quizmaster. Genau. Nee, war ernst gemeint. Genau. Wenn du Ideen hast, was das für ein Gerät war. Okay. Moment. Die Liste. Also, für die Leute, die auch wieder schon mal mehrmals dabei sind, die wissen genau Bescheid. Zuerst die Warm-up und dann kommt die gefürchtete Liste. Genau. Und heute kommt die Partyzone-Liste. Liste. Ja. Total crazy hier. Also, der Flori fängt an. So, dann du dann? Nee, dann mach ich. Hinten. Du bist immer hinten. Ja, ist immer so. Du schreibst so, immer mich als André. Und dann ja, ne? Basti. Ja, was? Basti. Flori. Basti, das Social Media Monster. Jawohl. Was ist das denn, dass ich bei Instagram bin? Ey, unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Richtig weit vorne, ne? Oder? Also, wie gesagt, ich wollte ja dir direkt hier die Tesla-Zeit tätowieren, aber ich hab's ja absolut nicht hingekriegt. Also, ich finde das Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Nee, ich fühle mich auch schon so richtig wohl so in dieser neuen Social Media Welt. Wollte schon sagen, hast du in den 3 Wochen. Hast du weitergepostet? Aber cool. Ja, geil, ne? Ja, auf jeden Fall, der Wahnsinn. Ein Bild hast du ja schon. Ja. Oder? Ich könnte ja mal so eine Story machen noch. Mal eine Story. Hä? Ja. So, jetzt hast du Multiball. Und du weißt direkt in die Rakete. Wichtig ist die Rakete. Ja, jetzt der Peter schreibt nichts mehr. Das ist ein bisschen schade. Oh. Ich glaube, der ist auch rausgegangen. Meinst du? Ja, sieht so aus. War ihm zu viel hier? Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast ihn erschreckt. Meinst du? Ja. Nee, glaube ich nicht. Mit deiner Autorität so als Ehrlich? Erster Vorsitzender der Raketensammler. Der deutschen Quizvereinigung. Ey, Big Bang! Alter, die Rampe! Big Bang! Welche Rampe? Ab in die Rampe! Nicht in die Rampe! Nein, nicht da rein! In die Rampe! Nein! Oh, Sonnenpick! Das kann aber nicht wahr sein, ey! Ey, warte, jetzt nochmal! Du bist noch dran! Welche Rampe jetzt? Die linke Rampe! Die Rakete! Sag doch Rakete einfach! Ja, Entschuldigung, ich war total durcheinander, total konfus hier! Captain Fantastic war ein cooler Automat. Doch, der Peter ist nochmal da. Schön. Ja, Captain Fantastic, Mit Elton John. Ja. Elton John. Ich hab keinen Captain Fantastic. Oh, da
Aber ich habe zwei. Ich habe zwei Freunde, die in Captain Fantastic haben. Und Anni hat ein Backglas. Zeig mal. Hast du da? Captain Fantastic war für ein elektromechanisches Gerät, war das ein Top-Gerät in meinen Augen. Kann sogar sein, dass ich jetzt irgendwo hier rumfliege. Da hast du wirklich recht. Hier sind ja überall diese Sternchen abgebildet. Und die Sternchen haben die später zu Zensierzwecken genommen. Und zwar sieht man nämlich zum Beispiel an dieser Stelle, wie eine Hand nach oben kommt und der Dame vermeintlich irgendwo hingreift. Da haben die nachträglich einen Stern drauf gemacht. Oder zum Beispiel an der Stelle, man sieht den Gesichtsausdruck von dem Mann und wo die Frau hier hingreift mit diesem lassiv dargestellten Oberteil. Und die Stelle, wo sie ihm quasi da hingreift, damit er diesen Gesichtsausdruck macht, haben die in dem Fall da auch mit einem Stern zensiert. Die ersten ungefähr 100 Backgläser, die produziert wurden davon, die sind ohne diese Sterne gewesen. Der Stern war weg und es gab noch irgendwo einen. Und auf jeden Fall der Designer oder der sich so ein bisschen durchgesetzt hat für dieses Artwork, das war auch sein letztes Glas, was der gemacht hat, weil so diese allgemein lassive Darstellung, wie man hier sieht, oder hier sieht, ja, die war dann nicht mehr so erwünscht. Und nur mal um zu sehen, welche Art von Humor, also ich meine, so Freizügigkeit war in den Staaten nicht so gerne gesehen zu der Zeit, aber welchen Humor die noch hatten. Ich sag mal, wir als Deutsche sollten mit wieso Ring the Bells? Achso, das meinst du jetzt. Das ist hier einer, der gerne Seitenscheitel und einen schmalen Schnäuzer getragen hat, der hier abgebildet ist. Ja, genau. Sprich. Adolf. Ja, das war der Adolf, genau. Genau. Was heißt denn Ring the Bells? Das verstehe ich nicht. Ja, ich dachte. Ach so. Ja. Ja, okay, dann verstehe ich das doch. Glocken läuten. Ja, lass mal die Glocken läuten lassen. Genau, ja. Genau. So, das ist wieder speziell für Peter. Guck mal hier. Genau, Peter, nur für dich. Das ist. Wir haben zwar nicht den Rest davon, aber wir haben das Backglas. Genau, also, leider mit dem Riss drin, ne? Ja, leider mit dem Riss drin. Aber sehr, gut. Sehr, genau. Sehr, sehr schönes Glas. So, das war's für das Herz. Finde ich super. Oder wie findest du das von der Optik? Du jetzt als. Ja, ist ein geiles Glas, ne? Oder? Mit dem Chrom auch drin. Ja, das ist der Elton John. Ach, die Schuhe haben wir nicht gezeigt. Ich habe den Flori doch gerade gefragt, ob der die Schuhe hat. Hier. Ja, die Schuhe. Flori, okay. Für dich, du kannst das hier nochmal sehen. Wo ich gerade sagte, hier die Schuhe, die der Elton John getragen hat. Plateauschuhe mit Absatz. Hast du auch so welche? Ja, Buffalos, ne? Ja, Buffalos mit Absatz, ne? Ja, die waren die 90er und 80er. Ja, und außerdem war das. War das hier. War das noch. Ja, der war schon ein bisschen Absatz. Was hierbei noch besonders war, den Flipper, den haben sie jetzt hier so dargestellt. Klar, Bully. Und Wizard als Titel gegeben. Farben passen zwar nicht, Spielfeld und Backglas passt nicht, aber nur, dass der Wizard draufsteht, weil das war ja eins der erfolgreichen Geräte vorher von Bully, was sie gemacht haben. Der kam vor dem Captain Fantastic raus. Das war so ein Hommage da dran, von wegen, ja, cooles Gerät. Das haben die auch später noch bei vielen anderen Flippern gemacht. Zum Beispiel bei... Kannst du das hier drauf ablegen? Wo haben die das noch gemacht? Was denn? Später? Was denn? Wo die auf einem Backglas so als Hommage an das zuvor designte Gerät das nochmal aufgegriffen haben. Was fällt dir da typischerweise ein? Wissen wir nicht. Klär uns auf. Nee, ich weiß Medieval nicht. Madness. Auf dem Medieval Madness ist zum Beispiel das UFO von Attack from Mars drauf. Ah, ey, das ist ja geil. Ja. Quasi so wie jetzt hier auch bei dem Backglas auch von Partyzone. Da sind ja auch... Genau. Sachen drauf von vorherigen Flippern. Genau. Eigentlich. Genau. Könnt ihr jetzt da nicht sehen im Chat, aber. Auf dem. Cool. So, okay, dann haben wir es jetzt gezeigt. Okay. Oh, kann wieder weg. Ja. Kann wieder weg. Oh. Ah, genau. Nee, also Instagram und ich, das ist quasi eine Wellenlänge. Auf jeden Fall Freunde seid ihr, ne? Fall. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Folgt mir gerne auf Instagram, ich weiß nur meinen Namen nicht. Der Krappi ist ein bisschen aktiver, ne? Ja. Der Krappi ist aktiver, ja. Ja, der war letztes Mal nicht da, ne? Nee, ich hatte ihn gefragt, aber er hat erst einen Tag später gelesen. Ja, der macht ja aber auch hier so Hashtag Vanlife geantwortet. Und so, ne? Nee, der war wohl, hat wohl ein paar zu viel getrunken, hat er gesagt. Ach so, ja, passiert. Mit ihm war nichts mehr los. Passiert. Ja. So, links, rechts, links, rechts. Ja, Ladies and Gentlemen, welcome to the Loose Flip Stream. Today, Party Zone. Echt? With my Buddy Hoshis, Flori und Basti. And Basti. The Wild Stallions here. The Wild Stallions, ja. Yeah, Wild Stallions. Oh, surprise, Multiball. So. Ja, jetzt kannst du Punkte machen. Und jetzt direkt links in die Rakete, okay. Nicht in die Rampe. Einmal. Oh, dann, ich sehe schon zweite Mal. Ja, was machen wir jetzt hier? Was machen wir jetzt hier? So, zack.
Na, verdammt. Einmal ist er schon weg. Nicht raus, nicht raus. Wo ist überhaupt der Dusty? Dusty, bist du noch dabei? Genau, Dusty Mädchen. Dusty, was ist los? Wo bist du gerade? Ja, wir haben hier, der Peter hat ja noch über Rocky geschrieben. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Das war ein Scheiß, ey. Ja, die ist hier rüber. Ist ja, kannst du gleich aufregen. Schreib da was in Chat. Ey, hallo. Ey, duck mich einfach weg hier. Ja, hallo. Weg ist weg. Harte Baustellenregeln hier. Ja, harte. Ist doch so. Kannst du aber ruhig mal ein bisschen freundlich sein. Ja, das hat mit freundlich nichts zu tun, aber du brauchst ja nicht ewig rumholen. Oh, mein Ball ist weg. Ja, warte, ich hab doch nicht rumgeholt. Ewig. Mein Gott, ey. War doch nicht ewig. Alto Belli, ey. Ja, komm. Alto Belli, dies, das. Surprise, Insta-Multiple, warum nicht den Aufkleber? Ey, guck mal, die stört er, oder? Komm, Zeit, guck, der Bettler ist. Ja, haben wir frei. Und ich hab keine Zeit, oder was, ey? Hallo? Das darf wohl nicht wahr sein. Ich hab gerade meinen Multiball verloren. Hab mal ein bisschen Mitleid. Ja, wir haben total Mitleid. Oh, wein leise. Aber genau, der war gut. Boah, ey, Alto Belli. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Schön, ja. Ja, und schön die Rakete mal treffen. Was ist los da? Hä? Schlecht. Ja, ist gerade schlecht mit Rakete. Jetzt jawohl, aber da war nichts mehr. Toll. Zu spät. Tut uns leid, ehrlich. Ja, ehrlich. Hey, das ja, komm, jetzt reite ich drauf rum. Ich habe nur ja, einmal. Das ist ja, ey, cool. Ja, das ist nämlich Karma. Karma nennt man das. Schippt da ewig rum. Oh, ewig, das war doch nicht ewig. Wie bescheuert ist. Mann. Ewig. Aus ist aus. Boah, ey. Das sah nur so geil aus, dass die Kugel da rausgekommen ist. Oder raus war, ehrlich, ey. Hä? Gucke nur amüsiert zu. Ja, genau. Muss für meinen Schwiegervater ein Lego-Modell zusammen. Ey, geil. Was ist das für eins? Komm, erzähl mal. Ein Lego-Modell? Dann klär uns auf. Erzähl, was ist das für eins? Oh. Der das die baut was zusammen, mit Lego eben. Ah, ja, erzähl mir. Ja, auch schön. Lego-Technik könnte ich ja sagen. Ja, weiß nicht. Ja, steht doch da jetzt nicht bei, aber auf jeden Fall was von Lego. Ja, das kann nur Lego-Technik sein. Auf jeden Fall Lego. Ja, der Andi, der macht hier Duplo. Ich mach Lego Duplo. Das sind die großen Steine, weil die kleinen sind mir schon zu schwierig. Da kann er nämlich so viel mit vertun. Die sind mir schon zu schwierig und die sehe ich. Und die sehe ich auch nicht mehr so. Alter, Bälle. Alte Rohmotoriker. Ja, genau. Lego war noch nie so meins, muss ich gestehen. Echt nicht? Nee. Du weißt schon. Für den Andi nicht, da sind keine Haare dran. Ey, hast du was genommen heute, oder was? Ey, boah. Hallo? Ich freue mich einfach hier. Ja, ich freue mich auch. Ganz Spaß mit euch. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Das ist schön. Ich freue mich, dass der Flori wieder da ist. Ja, da freuen wir uns auch. Da freuen wir uns, natürlich. Wir freuen uns, dass der Flori wieder da ist. Ja, ist schlecht. Im Chat geht nicht. Aber du bist ja jetzt bei Instagram. Vielleicht kann der dir ja mal ein Bild schicken, der das die auf dein Instagram-Profil. Das würde ja auch gehen. Dann kannst du es sehen. Das geht. Das geht. Ah, der Dusty hat eine Tüte mit Teilen, mit Einzelteilen bekommen. Ah, okay. So, und die 5 Millionen ist. Und jetzt ist der extra Teil, mal an. Zusammengebaut. Ja, links. Okay. Ja, links. Was? Also, da waren große Teile schon fertig zusammengebaut von dem Schaufelradbagger. Alles gut, mach erst da. Mach erst da? Extra mal ist auch Rocket. Ja, Rampe, Rocket, wie auch immer. Genau. Fünfmal Rakete wird extra mal beleuchtet. So, jetzt du nochmal, was war zusammengebaut? Da sind schon große Lego. Teile von dem Schaufelradbagger, von dem Lego-Bagger, waren schon zusammengebaut. So. Okay. Dusty hat das in der Tüte bekommen von seinem Schwiegervater. So, cool wäre jetzt Rakete und die 5 Millionen rechts ist auch noch beleuchtet. So, aber erstmal extra Ball abholen. Mit Ansage, ne? All eyes on me, ladies. Ah, du hättest 2 extra Bälle jetzt verdient. Glatt dafür. Danke. Glatt. Das ist sehr nett. So, und hier rechts die 5 Millionen ist auch noch an. Du hast aber links geschossen, ne? Du hast extra Ball. Ja, ich hab links, aber ich wollte rechts. Ich hab ja gesagt, dass du rechts und schießt. Hab links, links, wollte rechts. Achso. Ja. Rechts, rechts, rechts. Oh, ich hab ein bisschen probiert. Ey, Alter. Ich weiß nicht, jetzt hast du total mit rechts und links. Ja, hab ich. Gedacht. Nein, ich kann rechts schon. Gesehen, hast rechts gesagt ja, und schießt links. Ich kann unterscheiden von rechts und links, also, aber. Zeig mal, wo rechts und links. So auf der Scheibe. Hast du was genommen heute oder was soll denn jetzt hier? Die gibt's doch gar nicht, ey. Boah. Ah, nee. So. Peter meint, Moment, was schreibt er noch? Demolition Man.
Williams. Ja. Mit Sylvester Stallone und wer noch? Wer ist der Farbige? Komm, hau einen raus. Weiß ich nicht, Sylvester Stallone hätte ich gewusst. Nein, ist doch nicht der Farbige. Ja, nein, aber... Ja, wie heißt der andere? Weiß ich nicht. Nein, nicht jeder Morgan Freeman. Jeder Schwarz ist Morgan Freeman. Quatsch. Nein, nicht Morgan Freeman. Wie heißt der? Denzel Washington. Nein, ja, auch nicht. Wie fast. Heißt nochmal der? Ach, egal. Nee, das Samuel L. Jackson. Nein. Will Smith. Nein, auch nicht. Samuel L. Jackson, genau. Ja, den habe ich Wesley Snipes. Ja, genau. Okay. Wesley Snipes. Und da spielt auch noch eine sehr bekannte Frau mit. Da kommt. Hat der nicht hier bei diesen Dings hier, mit diesem Vampir-Dingsbums-Star, ja, genau. Blade, hat der genau, da war der auch mit. Ja, genau, da hat er die Hauptrolle gemacht. Welche Frau? Wesley Snipes, ja, Hobby ist 77, sei gegrüßt. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Da hat man noch einen, der mit Filmen raus. Hey, Hobby, schön. Gruß nach Köln. Alaf. Jawohl. Kim Basinger, genau. Was? Kim Basinger? Nein, Sandra Bullock, um Gottes Willen. Bullock? Kim Basinger spielt doch da nicht mit. Das ist falsch. Oh, total wrong. Hello, Leute. Er ist doch hier die mit dem Rock, ne? Hello ist doch in Düsseldorf. Oh, oh, nee, oh. Nee. Oh, oh, Allah. Ja. Ist in Köln. Ihr habt doch gesagt. Ich sagte, Hello ist doch in Düsseldorf, oder nicht? Ist doch egal. Was ist denn die Besonderheit am Demolition Man? Kann ich gleich. So, hier. Der hat so Hebel. So, hat der dran. Genau. Da drückst du dann, oder? Ja, du der hat so Hebel. Du hast Knöpfe ganz normal und du hast aber hier noch solche Hörner dran. Und da oder kannst Hörner, du Hebel, so genau. Umgreifen und kannst mit den Daumen... Mann, ich wollte die 5 Millionen abhören. Ja, die machen das Gleiche. Und dann spielst du so quasi, so hier oben. Okay, cool. Aber ich habe die 5 Millionen leider nicht abgegriffen. Den hat keiner von euch? Der ist relativ... Ist das seltener, oder? Nee. Der ist relativ simpel so vom Gameplay. Achso. Relativ. 3 Millionen, spielst du. Aber da gibt es so eine Upgrade-Platine hier auf diesen... Mann, wo die auch hier The Next Cactus Canyon drauf gemacht haben, auf diesem, Mensch, wie heißt denn das Upgrade-Board hier? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, das weiß einer im Chat hier bestimmt. Oh, da gibt's einen Rocky-Flipper? Ja, Rocky hat ja links noch geschrieben. Rocky. Ja, von. Achso, hör ich nämlich gerade. Rocky läuft gerade im Hintergrund. Genau. Von Gottlieb. Von Gottlieb. Aber den haben... Jedes Mal, wenn ich 10 times the board hab, hier wird, ist der Ball weg. Ja, voll leise. Jetzt ist dein neuer Lieblingsspruch, ne? Genau, heul leise, genau. Jetzt sagen wir nur noch heul leise. Heul leise, ey. Genau. Genau, und da machen wir. Ich weiß nicht, da machen wir ein Lied von. Heul leise. Heul leise. Basti, heul leise. Basti, heul leise, heul leise. Dann ist genau. So ein bisschen geknickt von gerade, ne? Wo ich so ein bisschen. Warte, ich bin nicht geknickt. Ja, du hast hier mit deinem Ball da 5 Minuten hinterher getrauert. Ich sag mal einmal was. Den hat man 2 Sekunden endet hochkommen. Was hast du gesehen, wo der Ball weggegangen ist? Ja, der ist ins Ausgegangen, Andi. Ja, und du hast mich da so abrupt beiseite geschoben, ey, quasi. An letzter und jetzt Stelle. Jetzt bist du schon eine Stunde. Das hat an letzter Stelle was mit. Du hast doch, aber du hast doch mal den Spruch hier geliefert: Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, und du springst ja schon viel höher. Ich würde mich ja gerne mal eintragen. Du bist schon seitlos. Ich würde mich ja einfach. Ich würde mich ja einfach gerne mal eintragen. Das ist doch scheiße. Warum? Alter, was? Wir wollen auch nochmal. Ey, du hast schon 200 Millionen, das ist doch langweilig. Erzähl doch eine Geschichte. Das ist langweilig. Guck doch nochmal. In ein Buch rein oder ich was? Ich guck im Buch. Soll ich was vorlesen? Ja. Soll ich die Bibel lesen? Erzähl uns doch noch eine Geschichte. Boah, über. Das ist jetzt hier extra special. Boah, da ist er. Was? Wie, wofür war denn jetzt der Danger? Ja. Boah, wofür? Was? Wofür? Ja? Für was? Wofür? Ich automatisch gar nicht mehr auf die Kamera. Wofür? Alter, hey, habt ihr das gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Ey, Big Bang steht bei 99 Millionen. Boah, das wäre der Hammer, ne? Ja, aber ich hoffe... Das wäre der Hammer. Den holst du nicht ab, weil dann haben wir ja keine Chance mehr in den nächsten Spiel auf die 99 Millionen. Weil bis die wieder hoch sind, das dauert ja. Die 99 Millionen bei Big Bang. Und deswegen wäre es schön, wenn du den nicht abholst. Oh, der Klopper. Der Klopper ist wieder da. Der Klopper. Till is coming stand da. Wo stand nicht da? Doch, stand da oben. Till is coming? Ja. Wofür? Ja, klar. Für den Klopper? Du hast ihn wieder extra sensibel eingestellt, Andi, ne? Genau, nur für dich. Mann. Das ist immer so kurz auf Kante eingestellt hier, der Tilt. Ja. Beim Andi musst du aufpassen, ne? Ganz ehrlich. Da bist du immer nicht davor gefeit, dass der Tilt wieder so übersensibel... Ey, Holzfreund meint, Basti, zeig es dir. Nee, das soll er nicht. Aber er hat doch schon gewonnen. Endlich mal einer, der zu mir hält. Oh. Endlich mal. Heul leise. So, boah, ey. Wie sieht das aus? Schule gehen. Ja, nur zweimal Schule gehen. Zweimal? Ja, das ist schon zwei. So. Nee, das ist schon der erste gewesen, den ich gerade gespielt habe. Nee. Ja, okay. Ich wollte mich ja wenigstens eintragen jetzt hier in die Highscore-Liste. Und ich glaube... Du stehst doch schon ganz oben. Ja, aber ich habe nur den Grand Champion und dann die ersten 3 Eintragungen. Auf 4 ist der Flori.
Oh, da haust du mich auch noch raus. Ja klar, da haut er nicht raus. Ich stehe über Basti nur, ne? Was ist was das denn? Was ist das für wieso das denn? Nein, ich will doch einfach nur mich ja voll der Egoman, hä? Ja. Mann, ich will mich ja einfach nur gemein, firmen, alle auf allen Positionen in den Highscore-Listen eintragen. Alter Belli, ey. Gönn ihm doch den Sieg, der kommt gerade frisch aus Florida. Und du haust ihn direkt raus. Du knallst einen direkt ein vorne Latz. Ich hab extra den letzten Ball noch nicht. Oh, das ist auch so der Nico. Ey, Tobelli, ey. Entschuldigung. Ja, nicht passiert. So, ich hoffe, der Ton ist noch da. Ton? So, hier, Dance Contest. Oh, hier. Tula, jetzt zack. Gleich, Tula. Da, da gleich. Zack, und, fällt. Ja, jetzt. Da. Das ist gut. Das, was ich denn? Hoffe, der Ton ist noch da. Leute, schreibt in den Chat, wenn der Ton weg ist, ja, bitte. Und dann ist das Bastis Schuld, ne? Also, Ton, ja. Haben wir noch Ton? Bitte. Ist der Ton noch da? Boah, ey. Was ist los? Aber läuft hier. Ja, läuft. Hör mal, aber das verstehe ich bis heute noch nicht. Ne? Also wer das im Chat weiß, wieso man dann nicht mehr in die Missionen reinkommt, hier hinter Cosmic Cottage, weil eigentlich wären wir schon das zweite Mal irgendwie beim Multiball. Ton ist noch da, hey, danke, Dusty. Okay, also Ton ist noch da, hast du Glück gehabt. Wunderbar. Das ist gut, dann können wir noch ein bisschen spielen. Wie man ja hier sieht, der Basti, der spielt mit allen Mitteln hier. Jawohl. Er schiebt das Mikro einfach mal beiseite. Völlig wurscht. Das interessiert ihn alles nicht. Ja, interessiert ihn nicht. Den kannst du nicht. Interessiert ihn nicht. Den kannst du nicht für gut mitnehmen. Auf keinen Fall. Mann, oh Mann. Oh, 5 Millionen Euro abgeholt. Den nehmen wir noch mit. Nächstes Mal Freddy Time. Oh. Freddy Time. Was für ein Freddy? Nee, aber Freddy machen wir beim Special. Ja, genau. Genau, beim Special. 12 Stunden Freddy Special. Genau. Instant Multiball, Junge. Jetzt können wir Big Bang abholen jetzt. Das wäre der Hammer, ne? Oh, meine das wäre der Hammer. Hallo. Oh, Ladies und Gentlemen hier. Und den Skillshot mitgenommen. Oh, und jetzt direkt rein. Oh, noch. Nee. So, Chat, schafft er die Rakete, ja oder nein? Schafft er es? Nee. Und weg der Ball. Ja, einmal Rakete, ja, aber nur 9 Millionen. Weil, so wie wir ihn ja kennen, sobald er was machen muss, versagt er, dann ist der Druck einfach zu groß. Ja, das the stimmt. Pressure is too high und dann Basti is too slow. Dann schafft er einfach er nicht. Schafft es er nicht. Er schafft es nicht. Nein. Chat, der Druck ist einfach zu groß. Oh, und da ist er durch die Mitte raus. Hast du jetzt nochmal extra Ball, oder? Nee. Feier. Aber ich sag mal so, reicht für 3 Millionen, für 300 Millionen reicht nicht ganz. Reicht nicht. Ah. Nicht mal 300 Millionen. Hä? Ah. Aber dann Score war da auch gut. Ah, das hier ein bisschen fertig mit dem Schaufelradbagger, super. Fehlen zu viele Teile, er soll die Tüte für 100 Euro bei mir verkaufen und gut ist, ja genau. Highscore 2, ein Credit. Boah, das guck mal der Locker, da, hä? Der alte Kackenhauer hier. Oh. Geil, ne? Hier. Oh. All eyes on Basti. Ah, ja, schön spielen. Ja, Mann, oh Mann. Muss man sagen. Hast du gut gemacht. Ah, manchmal läuft. Hast du gut gemacht. Hat er gut gemacht. Okay, so, also. Erstes Spiel geht an Basti. Mann. Und André fängt an. Und André fängt an. Und auch noch. Boah, jetzt steht der echt überall drin. Ne? Was? Jetzt steht der von 1 bis 4. Boah, ey, da müssen wir ändern. Müssen wir ändern. Ja, aber jetzt ist, glaube ich, 200 noch eher. Was muss ich schon knacken, um nur auf 4 zu kommen? Der hat uns ja quasi deklassiert. Wer? Der Peter. Von Sendung mit der Maus. Wer? Du? Immer der fragt. Also nichts von. So, okay. Nächstes Spiel. Und neues Glück hier. Ah, ui, ja, ja. Erstmal. Okay, holen wir uns mal den Skillshot ab hier vielleicht. Und dann haben wir schon mal eine Million. Wenn der jetzt sanft oben ins Fragezeichen kommen würde. Ja. So, Song aussuchen. Wir nehmen natürlich Pinball Wizard, der bekannteste Flipper-Song überhaupt. So. Also, der Basti hat jetzt das erste Spiel gewonnen, aber es wird auch das einzigste bleiben. Ja. Da hört er ihn schon. Aber ich befürchte, der mag den Automaten wirklich, ne? Ja, das ist ja das Problem, glaube ich. Das ist auch der Grund, warum er den nicht so oft spielt. Genau.
Aber da müssen wir halt was tun, ne? Ja, ja. Wir müssen mal halt schauen, dass er ihn nicht mehr mag. Gleich mehr ablenken. Genau. Also. Das war schon mal nicht so toll. Nee, da war. So, jetzt der Flori. I will do my best. Blitze soll nicht beim Scheiß. Aber so ist es doch auch besser. Jetzt was kannst besser? Du dich doch auch wieder nein. Neu eintragen. Ne? Was? Jetzt kannst du dich doch auch wieder neu eintragen. Ja, toll, aber jetzt musst du 250 Millionen oder so holen schon für Eintrag. Ich habe wenigstens was man noch schaffen kann. 120, das konnte man noch schaffen. Ja, das war, also, du warst schon mal gut vorgelegt. Du bist dran. Auf jeden Fall hast du gut vorgelegt, Flori. Ja. Ja. Jetzt muss ich nur noch 203 Millionen oder so holen. Zwei Bällen. Nee, alles gut. Ich hab mein Pool beim ersten Spiel schon verschossen. Weil ist die Luft raus, oder was? Ja, ja. Kommt jetzt. Gemütlich, weißt du den? Ja, ich hab die 70 Millionen. Ach, das hier war schon mal drin. Ja, erzähl mal. Der Flori und ich, wir haben gerade festgestellt, dass wir unabhängig voneinander beide noch einen Gutschein dafür haben. Für also diese Halle. Dass wir beide uns Gedanken machen, dass die Turbine stark genug ist. Ja, ich mache mir Basti. Gedanken. Moment. Der Basti hat abgenommen. 7 Kilo. Das ist doch viel. Ja, das sagst du. Ich glaub, du hast das, ja so gesagt. Ich glaube, das waren 7,5. Und guck mal, sogar 7,5. Keinen Alkohol getrunken hast. Und ich finde, das hat man auch sofort gesehen. Ja, finde ich auch. Also, der ist direkt schmaler geworden. Guck mal. Also, das sieht direkt schmaler aus. Einfach aufhören jetzt. Wir hören jetzt auf denn, damit. Wir spielen jetzt hier einen schönen Multiball. Easy, alles easy beasy. So wie immer so sagt ihr bei uns. Easy beasy. Easy beasy. Easy going. Schöner Multiball. Wolltest du sagen, habe ich nicht gesagt. Hallo? Ich habe halt die Fahne. Halt die Frisur. Also Leute, hier herrschen raue Sitten. Stopp. Ich wollte sagen, halt den Stream an, stopp jetzt hier. Also, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, nicht halt die Fresse, ich wollte sagen, halt die Frisur. Ich bin aber ins Stocken gekommen, weil ich dafür mit Haare und Frisuren, ich darf ja nichts mehr sagen. Ist klar, ich habe ja. Hör auf, da glaubt dir keiner. Ich habe ja hier den Friseurgewerbe, typische Floskeln, die sind mir ja quasi hier untersagt. Ne? Ja, ist klar. Ich darf nichts, Schere nicht, Haare nicht. Ich darf Schere nichts. Komm! Wow. Alles verboten hier. Alles verboten, ja. Ne, natürlich. Haarspray, darf ich nicht mehr sagen. Haargel nicht mehr. Föhn. Hier. Föhn. Besen, wegen hier Dinger zusammenfegen im Boden. Haare heißen Dinger. Dinger heißen Haare. Ja, Haare darf ich auch nicht mehr sagen. Frisur nicht. Barbershop nicht. Alles ist verboten. Deshalb. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch totaler Stupid hier. Halt die Frisur, wollte ich sagen. So ein Klassiker, das sagt man hier so bei uns. Halt die Frisur. Bei uns Friseuren hier. Der Wettertopft. Ja, aber muss ich mir jetzt zusammennehmen. Also ich finde schon, er wollte sagen, halt die Fresse. Aber wenn du meinst, halt die Frisur, dann ist auch gut. Also quasi halt die Frisur ist das neue halt die Fresse. Ja. Wo ist der Panne, ey? Macht ja beides keinen Sinn. Also die Turbine hat immens Power. Eigentlich nicht. Ich bin nicht in der Röhre gewesen. Da gibt es keine Sicherheitsbügel. Ich fahre lieber 100 Meter hohe Achterbahn. Oh. Ach so, du bist gar nicht drin gewesen. Du warst nur in der Halle. Warst du quasi mit als Besucher. Oder okay. Was? Oh, zu kurz. Was jetzt? Was wolltest du sagen? Halt die Frisur! Ich wollte sagen... Ich hab dich angeguckt. Ja. Du hast uns. Wie stark ist denn die Turbine? So, wenn der, die hält dich aus. Angenommen, der Andi würde da jetzt reingehen. Ne? Das ist eine persönliche Frage von mir. Ja. Wir haben ja gerade alle Wörter. Ich versuche das jetzt auszudrücken mit Worten, die nicht auf der verbotenen Liste sind. Auf der verbotenen Liste? Wenn der Andi da jetzt reingeht, ne? Und nach den 2 Minuten in der Turbine, der Schnittes. Wäre der noch in der gleichen Position oder hätte der so, ja, hätte der so ein bisschen so eine andere... Aber ich glaube ich auch so. Wir wären noch ein bisschen breiter nach außen.
So. Ah, ich bin dran. Ja, du bist dran. Ja, komm. Ja. Ach, den Alpine Coaster. Ja, den bin ich auch mal gefahren. Bist du auch schon mal diese Rodelbahn gefahren, diesen Alpine Coaster? Ey, viel gelacht heute, ne? Doch, leck mich doch am Arsch. Wir sind doch lustig. Wir sind immer lustig. Wir sind immer lustig hier im Chat. Boah, der ging gerade. Das war aber auch nicht viel. Ich hab den auf keinen Flipperfinger gehabt, den Ball. Ich hab hier keine Lust mehr. Ne. Ne. Halt mal die Frisur, Kollege. Die Jungs haben keine Lust mehr. Halt die Frisur. Mach die mal gerade, ey. Also Leute, wisst ihr ja jetzt Bescheid. Halt die Frisur heißt eigentlich halt die Fresse. Ja, ist quasi neu. Basti hat was Neues. Ey, halt die Frisur! Ey, du! Halt die Frisur! Waffe! Warte, ey, Waffe, halt die Frisur! Wie tust du denn von mir? Ey, halt die Fresse, ne, halt die Frisur! Ah, herrlich. Alter, hier ist wieder was los. Ey. Hier ist wieder was los. Ja, genau. Böses. Ey, du, halt die Frisur. Ist doch total böse. Ah, ja, ja. Die originale Frisur finde ich nicht. Jetzt kommt wieder irgendein Scheiß. Dann komm, hör auf. Die wird passen, sei ehrlich. Ja. Hä? Was denn? Die wird passen, oder? Okay. Willst du die erst sehen oder erst die Jungs in der Kamera? Ja, frag mal den Chat hier. Ja, Chat, so soll ich rumlaufen. Also Chat, hier, komm mal. Das wäre original die Frisur, die ich empfehlen würde für den Andi. Ne? Die obere, okay, ne? Okay. Die obere Frisur, die obere. Was heißt denn, was heißt Frisur auf Englisch? Keine Ahnung. Was heißt Haircut, Haircut, Haircut. Okay. Basti and Flori had the perfect haircut for me. Okay. And the color. Oh, okay. Okay. Check this. Chat. Du darfst nicht hingucken. No. Okay. I don't. Ihr müsst sagen, ob ihr das gut findet. Please tell us if you would like this. Okay. To see on our next special stream. Okay. The upper haircut. Ich sehe das nicht. Oh, Flori and I think that would be the probably the best haircut choice for me. For I don't see this. Erst müssen alle schreiben. Und Basti macht den Gegenpart. Nee. Oh, no, come on. Hör auf, ey. Nix. Ja, Gargamel schreibt ja. Dusty schreibt hahaha. Genau. Hey, was meint die? Ich hab mich nicht gesehen. Oh, schön. Hör auf. Guck mal, ist schon beschlossene Sache. Ist denn ein, das muss ja, ist klar. Muss ich eins zeigen? Soll ich dir das jetzt auch zeigen, wo alle schon schreiben ja? Hör auf. Ich will das gar nicht sehen. Peter schreibt nee, auf keinen Fall. Oh, links raus. Peter schreibt auf keinen Fall. Ja, auf keinen Fall, willst genau. Willst du sehen, willst du sehen? Auf keinen Fall ist cool. Warte. Ja, und dann noch. Sherry, lady, going through emotion. Oder you're my heart, you're my soul. Ey, ja, hier genau. Die ganz beiden oder gar nicht, geile Friese. Die beiden Hoshis hier. Ja. You're my heart and you're my soul. Der Andi mit der Frisur. Oh, wow, come on. Nee, das geht nicht, nein. Ah, ihr seid ja lustige Völker. Die haben 80er, du stehst auf die 80er. Ja, auf jeden Fall. I love the 80s, but not these two guys here. Oh, nee. Das geht nicht. Ganz oder gar nicht geile Friese. Ja, auf jeden Fall, aber da sprechen wir nochmal drüber. Doch. Oh, man. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Ja, das kann ich nicht. Ja, quatsch nicht so viel. So, darf ich hier mal hin, bitte? Du bist wieder abgelenkt. Der hat dich abgelenkt. Wer? Ja, siehst du, der hat dich abgelenkt. Hör mal, nur weil wir jetzt... Hör mal. Und ich mach die Nora. Ja. Boah. Nee, du bist die Laura. Laura? Oh, vom Wendler die Laura. Genau. Habt ihr die schönen Bilder da gesehen? In welchem? Mehrere Bilder, ich weiß nicht, welche Bilder. In Männermagazin. Nee, haben wir nicht. Ach, im Männermagazin, Praline? St. Pauli-Nachrichten oder welche meinst du denn? Neues Wochenende. Neue Revue, genau. Blitz-Ilu, genau. Nee, haben wir nicht gesehen. Chat, hast du die Bilder gesehen von Laura? Ich hab die als PDF geschickt. Nee, kannst du nicht zeigen, das ist hier. Das geht nicht. Darfst du hier nicht zeigen. Ey, was ist denn da los? Immer dieses Mini-Mi. Ja, Mini-Mi. Ja, genau. Ja, sorry. Also, tut mir echt leid. Gar ich wäre dafür. Andi zieht das durch. Ja, mal gucken. Also, wir werden sehen. Der Special Stream, der ist natürlich dann im März. Also, ja, aber jetzt mal so: der Peter. Hier. Der Peter. Chat. Ne? Ja. Ihr kennt euch so? Das nee. Ist so, also, ich kenne den Peter jetzt nicht.
Bist du bezahlt vom Andi, Peter? Bist du bezahlt? Weil sonst schreibt Flori oder mich mal an, dann wir können auch darüber sprechen. Ach ja. Also, bevor die Abstimmung mit der Frisur jetzt an deiner Stimme dann hängt, genau. Wir können uns da über Peter, eine andere, Peter, schreib den mal an, den Basti, der hat ja Instagram, er ist ja... Total modern. Ist ja der Social Media Monster. Ich müsste mal so eine Nachricht. Nennen wir jetzt hier ein? Genau. Ja, genau. Moment, genau. Das kannst du nachher beim ja, genau. Ja, ich bin jetzt aber gerade dran. Das blenden wir hier unten ein. So, hier. So. Hier, genau. Blenden wir hier unten ein. Hashtag Bestie. Genau. 21614. Ey, keine Ahnung, was das ist für eine. Ey, ich hab gleich. Boah, hab ich Glück gehabt. Ich hab da oben drauf geachtet, ey. Unglaublich. Ja, ich hab da oben drauf gesetzt und hab nicht hingekugelt, aber ich hatte noch im letzten Moment die Kugel noch retten können. Wolfman, hey, Wolfman, what's up, man? Welcome! Yeah, today here we have a super funny stream with this guy, Thomas and Dieter from who's Dieter? Modern and Talking. No, I'm not Dieter. I'm Nora. Jetzt zieh das jetzt wieder ins Lächerliche, ne? Ja, natürlich. Oh. Verbietet uns, Witze über Haare zu machen und... Witze über Haare, ja, genau. Haarwitze. Ach so, Haarwitze. Haarwitze dürfen wir nicht mehr. Darfst du doch nicht mehr. Die Witze mit dem Buchstaben H. Yeah, those guy with the tattoos, yeah, that's correct. Wolfman, come over and get your tattoo, man. Scheiße. Guck mal, mit den 160.000, ne? Da habe ich mich jetzt sogar noch unterboten. Unterboten, 75.000. Du hast dir zumindest genug Zeit gelassen für die wenigen Punkte, dass der selber aus war. Da hast du ja jetzt schon mehr. Ich habe schon eine Million. Multiball. Übst du das? Oder das so wenig Punkte oder ist das jetzt Zufall so? Ich glaube, das zu eurer Belustigung. Okay. Also ist nicht so eine Art Begabung. Hey, hätte ja sein können, ne? Oh. Ja, Übungsding. Oh, ich finde, der Andi übt komische Sachen. So, Rakete. Ja. Yeah. Jawohl! 3 Millionen. Guck mal, geht doch. Ja. Oh, schön. Schön, ja, mal Flori, gemacht, ja. Was ist denn da los, hä? Ja, manchmal, Junge. Ich lerne dazu, ne? So, ja, wir danken euch, dass ihr heute dabei wart. Ladies and gentlemen, thanks for tuning in and thanks for the new follower, very cool. Dankeschön fürs dabei sein, Leute. War super cool, wir hatten viel Spaß. Hatten wir Spaß? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bestimmt. So, möchtest du noch was sagen, Basti? Es sah gerade so aus, als wolltest du nur was hinaushauen in die Welt. Ich habe gerade noch mal gelesen, ob noch was steht, aber schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächsten Sonntag wieder am Start seid. Genau. Was wir spielen, wissen wir noch nicht. Danke an die neuen Abonnenten. Und Glückwunsch an Flori. Das hast du echt geil gemacht, Junge, Platz, ne? Dass du nochmal am Andi vorbeigezogen bist. Ja. Ne? So, ich will auch noch was sagen. Ja. Verdient. Verdient. So, Geiler Stream, Jungs. Ja, danke schön. So, thank you very much. Next stream here on this channel, next Sunday, 7 p.m. Central European Time, here on this channel with my buddies, Basti, Flori and me. See you next time. Have a good week and bye from Germany. Bye-bye. See you next. Bye-bye. Ciao. Du musst nur den richtigen Knopf drücken. Achso, Szeneende da. Ja, that's right. Okay, das war's. Du.